Musik ist sehr schön, aber ich spiele dieses Stück nicht, weil es schön ist, sondern weil innerhalb dieser Musik steckt eine menschliche Botschaft dazu. Aber die Botschaft von dieser Musik zu verstehen, man braucht schon ein bisschen Verständnis für die Geschichte dahinter. Viel zu wenig Leute kennen es, aber vor etwa 1000 Jahren in Südspanien, in Granada, haben Juden und Muslime in Zusammenarbeit gelebt, in Toleranz und in diese Zeiten vor 1000 Jahren. Ein bisschen leiser. In diese Zeiten haben die Juden und die Muslime in Zusammenarbeit ein Schloss aufgebaut, rund der Alhambra. Weil die Einwohner dieses Schloss beten mussten, haben die Juden und die Muslime zusammen einen Gebetraum aufgebaut, eine Kapelle, wo alle beten dürften. Die Juden, die Muslimen und die Christen. Das heißt, dass vor 1000 Jahren gab es Toleranz unter die drei Religionen Granadas. Aber hunderte Jahre später war alles vorbei. Plötzlich gab es einen neuen König in Spanien oder eine neue Königin. Kurz danach kamen die neuen Gesetze dazu. Und mit dem sogenannten Alhambra-Gesetz in 1492 waren die Juden und die Muslime zusammen auf einmal aus ihrer Heimat Spanien vertrieben. Und dieses schöne Schloss, die Alhambra, in Zusammenarbeit aufgebaut, war vernachlässigt und ruiniert. Aber heutzutage dieses Schloss ist wieder schön. Jetzt, die Alhambra ist repariert. Aber leider, die Juden und die Muslime in Spanien sind nicht mehr da.
Aber von dieser Geschichte können alle Menschen der Welt was ganz Wichtiges davon lernen. Nämlich, wie Völker und Religionen können doch miteinander arbeiten, um aufzubauen oder gegeneinander zerstören. Deswegen bitte ich jetzt um jede Zuhörer zu versuchen, sich zu öffnen, die Musik, aber auch ihre Botschaft reinzulassen und nicht nur schöne Pläne zu tun. Jetzt, Recuerdos de la Alhambra, Erinnerungen an die Alhambra von Spanisch-Komponist Francisco Tárrega. Kurzer Vorwand, dieser nächste Stück war für Solo-Gitarre komponiert und es ist ganz leise. Es wird schwer, diese Musik auf die Straße zu hören. Ich bitte alle, um so nah zu kommen wie möglich, damit man die Musik hören kann. Gleicher Preis, versprochen. Und schalte dir bitte jetzt die Handys aus, weil der Komponist schrieb es ohne Vodafone-Begleitung. Thank you.